auch. Hallo. Hallo, guten Morgen. Wir machen heute mal nur ein kleines Ründchen. Wir haben die Regenpause genutzt und werden jetzt um den Marotter Weiher gehen. Genau, ist wirklich nur eine kleine Runde, aber wenigstens ein bisschen frische Luft. Und es gibt doch auch auf der kleinen Runde ein paar Sachen zu sehen. Und wir fangen direkt hier vorne an. Hier ist nämlich schon ein Bunker. Und den zeigen wir euch jetzt als erstes. Wir sind Melanie und Uwe. Und schon seit 1990 sind wir am liebsten in der schönen Natur unterwegs. Dazu gehört für uns das Wandern, allein oder mit Freunden, Reisen mit unserem selbst ausgebauten Van und vor allem den Moment genießen. Mehr brauchen wir nicht. Ich stehe hier genau vor diesem alten kleinen Bunker in Marut und angeblich wurde da während des Kalten Krieges wurden da Sperrmittel und Sprengmittel und so Minen und so gelagert. Wir sind hier am Überlauf. Und wenn es überläuft, dann kann man hier trotzdem noch langlaufen. Hier ist extra so eine kleine, so ein Steg. Also nicht zum Essen und zum drauflaufen. Das heißt ja auch Steg. So nämlich kann man dann laufen, aber muss nicht. Wir sind hier am ehemaligen nassauisch-preußischen Grenzstein Nummer 83. Ja, und die nassauisch-preußische Kommission, das ist wirklich ein schwieriges Wort, die markierte um 1830 herum die Grenze im Westerwald zwischen dem, Herzogtum Nassau und dem Königreich Preußen. 150 Kilometer lang war die Grenze. Das ist hier einer der Grenzsteine. Und das Bimmeln war gerade mein Handy. Das Schild ist sehr interessant, aber man muss die andere Seite filmen, logisch. Sehr wichtige Informationen. Uns extra so einen kleinen Weg aus und was ist? Voll der Matsch und dann auch noch mit Schafskötteln übersät. Rund um Elgard gibt es Wildschweine. Ich wollte jetzt nicht sagen nur Wildschweine, aber... Genau.
Ich hätte ein bisschen früher angucken. Da vorne ist eine Brücke. Die hätte ein bisschen früher anfangen können. Wohin? Okay. Durch. Deine Schuhe sauber. Das ist die Brücke über den Grenzbach. Und der heißt natürlich nicht umsonst so. Wir haben ja vorhin schon was über die Grenze gehört. Sonne. Wir gehen jetzt hier gerade noch an dem Campingplatz vorbei, den ihr von der anderen Seite schon gesehen habt. Alles nur feste Plätze, also Dauercamper. Und teilweise auch ziemlich runtergekommen. Ja. Aber ist halt so, ne? Ja, die stehen halt schon ein paar Jahre hier, die Wohnwagen. Aber friedliches Plätzchen. Ja, das war unsere kleine Runde um den Marotter See. Es war ein Spaziergang. Ja, am Anfang ziemlich matschig. Und wir haben dann festgestellt, es waren doch keine Schafsgürtel, sondern von den ganzen vielen Gänsen, die wir hinterher noch fotografiert haben. Aber naja, es hat sich wieder abgelaufen auf dem Asphalt zum Schluss. Und die Sonne ist ja zwischendurch rausgekommen, das habt ihr ja gesehen. Aber jetzt im Moment sieht es schon fast wieder so aus, als wenn es irgendwann anfängt zu regnen. Deswegen werden wir uns jetzt schnell ins Auto machen und nach Hause fahren. Ja, besser eine kleine Runde als keine. Und wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Und wenn dem so ist, gerne einen Daumen nach oben, einen Kommentar geschrieben oder falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns natürlich auch abonnieren. Und wenn ihr dann die Glocke auch noch drückt, dann verpasst ihr nichts mehr von uns. Richtig. Bleibt gesund, schöne Woche. Tschüss. Tschüss.